Schönen guten Morgen. Wir haben Freitag und ich bin echt kaputt. Die Nacht war überhaupt nicht gut. Irgendwas hat unser kleiner Hund, der Buddy, hat irgendwie Hummeln im Hintern gehabt. Und jetzt erstmal hier draußen frisch gelüftet. Irgendwie Hummeln im Hintern, keine Ahnung, ständig durch alle Räume gelaufen. Hat uns sehr wach gehalten. Ja, egal. Ich habe jetzt einen kleinen Kaffee, den werde ich mir jetzt reinziehen und dann würde ich sagen, starte ich mal so langsam in den Tag, wenn auch heute ein bisschen Zeit verzögert, aufgrund der schlechten Nacht. Heute Nacht gab es eine weitere Zusage für eine Hochzeit, da werde ich jetzt also gleich die Bestätigung schreiben und denen zuschicken und dann werde ich mal ein bisschen an der Homepage weitermachen und warten, bis Steffi wiederkommt. Die ist ein bisschen einkaufen, die wird noch einen Kuchen backen. Heute treffen wir uns heute Nachmittag nochmal mit Familie. Und heute Abend ist Fotofuzzi-Treffen. Ich hoffe, dass ich das irgendwie verbinden kann. Ich will eigentlich unbedingt dahin. Findet aber um 19 Uhr schon statt. Und wenn man sich ja mit Familie trifft, wird es manchmal ein bisschen länger. Und ich muss dann dafür noch nach Frankfurt fahren. Was mit Fotofuzzi-Treffen auf sich hat, erzähle ich euch aber nachher. Jetzt gehe ich aber erstmal Kaffee trinken und schreibe das fertig. Was ich da überhaupt genau schreibe... Und zwar, bei mir ist es so, ich arbeite nicht wirklich mit Verträgen. Also, zwar irgendwie schon, aber nicht mit dieser klassischen Variante. Jetzt habe ich hier ein Haar. Nicht mit dieser klassischen Variante der Verträge, die du so hin und her schickst und dann einer unterschreibt und so weiter. Sondern ich arbeite mit Verträgen durch konkludentes Handeln. Das heißt, die bekommen von mir eine Auftragsbestätigung geschickt, dass sie mich gebucht haben mit allen Infos, die wir ausgemacht haben. Und in dem Moment, wo sie dann die Reservierungsgebühr bezahlen, in dem Moment ist der Vertrag für uns beide rechtskräftig. Funktioniert hervorragend, hat ein bisschen weniger den Charme von so einem bürokratischen Akt. Trotzdem sind alle Punkte festgehalten und dadurch, dass die andere Partei bezahlt und ich die Zahlung annehme, ist es einfach rechtskräftig. Da trauert einer, weil das Frauchen nicht da ist. Warum heulst du denn so? Bist du eine Memme? Was soll denn das? Was ist denn heute los mit dir, sag mal? Bist du in der Pubertät und schon drehst du durch, oder was? Ja? Hallo? Schämst du dich jetzt wenigstens? Deswegen ist für mich dieser Part einfach sehr wichtig. Da muss ich schauen, dass alle Punkte drinstehen, die wichtig sind und die ich abgesichert haben möchte. Und dass auch alles drinsteht, was der anderen Partei zum Beispiel wichtig ist. Es kann ja auch sein, dass bei... wenn es Businesspartner sind, also B2B-Geschäfte oder B2B-Jobs, dass bestimmte Fristen der Abgabe der Fotos eingehalten werden müssen oder bestimmte, dass so und so viel Prozent irgendwie Freisteller sind oder sowas. Sowas kommt dann alles da rein. Ja, also das ist dann wirklich so die richtige Auftragsbestätigung. Und ich muss sagen, funktioniert tadellos und ist einfach ein bisschen weniger so Beamtenkram. So sieht meine Frau also raw aus. Bist du noch nicht bearbeitet? Nee, heute nicht. Heute nicht. Lass das schmecken, Schatz. Danke. So. Alles eingepackt. Ich habe ein bisschen länger gebraucht als eigentlich gedacht. Steffi ist schon unterwegs zu meiner Mutter mit dem ganzen Kuchenkram und so weiter. Ich werde noch schnell was einkaufen, dann fahre ich auch dahin. Jetzt noch mit einem alten Shirt und ich glaube, ich lasse mir nämlich jetzt gleich nochmal hier den Bart mal wieder zurechtstutzen und ein bisschen die Haare schneiden. Und mit dem ganzen kleinen Haargelash da, macht keinen Spaß. Also jetzt alles einpacken. Stick habe ich, der geht raus an ein Brautpaar und dann zum Einkaufen, Friseur. Bisschen Kuchen essen, also nicht für mich, aber alle anderen, ich setze mich halt dazu, mit der Familie und dann heute Abend auf zu Fotofuzzi. Sagen, sind wir wieder im Geschäft, oder? Wieder
im Auto. Jetzt fahre ich nochmal schnell kurz mit nach Hause. Lea ist sehr, sehr müde. Es kann durchaus sein, dass sie einschläft. Und von daher fahre ich jetzt einfach nochmal kurz mit, trage sie hoch, falls sie einschläft, und werde mich dann nochmal richtig schön ein bisschen frisch machen. Und ich bin ja immer so nach dem Friseur, diese kleinen Haarschnipsel da so im Kragen. Da können die Papier umwickeln, wie sie wollen. Es funktioniert nie so ganz. Das heißt, das muss ich alles nochmal loswerden. Und danach geht es, wie gesagt, zum Fotofuzzi-Treffen. Und beim Fotofuzzi-Treffen, das ist eins der geilsten Stammtische, die ich so überhaupt kenne. Und auch einer der wenigen, die ich überhaupt besuche. Liegt vor allem daran, dass ganz viele aus der Industrie da sind. Also zum Beispiel Christian Ohlig von ISO oder Martin Wagner, den die ein oder anderen ja kennen von meinem Vlog aus Nürnberg-Fürth, wo ich ja für Ringfoto einen Workshop gegeben habe, denn der Martin Wagner ist von Ringfoto und über so ein Treffen hat auch dieser Kontakt eben stattgefunden. Und Martin hat für heute so einen kleinen Raum gemietet und stellt ein paar Sachen, ein paar Neuerungen vor, noch vor der Fotokina. Das heißt, wir werden heute schon ein bisschen was sehen, zu sehen bekommen und können auch ganz exklusiv schon mal ein bisschen testen. In einem relativ kleinen und elitären Kreis. Elitär nur, weil es einfach ganz wenig Leute sind. Das heißt, man hat definitiv die Möglichkeit, auch mal neue Kameras anzufummeln oder neue Objektive draufzuschrauben. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen was von zeigen kann. Ich weiß es allerdings noch nicht so richtig. Ich frage ihn direkt. Und wenn ich ein bisschen was zeigen kann, ein paar Neuerungen vorstellen kann, dann mache ich das. Ansonsten gibt es einfach nur ein paar Szenen von dort, nicht unbedingt den neuesten Kram. Aber ich glaube, er hat die ein oder andere Mittelformatkamera dabei. Das heißt, da werde ich auch auf jeden Fall mal testen. Die Fuji GFX, wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch mit an Bord. Ich bin ja der Fuji gegenüber ein bisschen zwiegespalten. Ja, Mittelformat ist geil. Aber nein, es ist ja kein richtiges Mittelformat, es ist eher ein Crop-Mittelformat. Und von daher, ich bin mal gespannt, ich will mal drüber gucken. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann dort wieder. Bis dahin, bis gleich. Scheinbar bin ich angekommen, aber unscharf. Hallo? Jetzt. So, also scheinbar bin ich angekommen. Ich habe nur noch gar keinen blassen Schimmer, wo das hier sein soll. Da steht zumindest Restaurant, Galerie und Weine. Klingt schon mal nicht so verkehrt. Ich glaube, in die Richtung werde ich mal gehen. Und dann schauen, ob ich die alten treuen Gesichter so finde. Und dann kann ich euch ein paar vorstellen, die hier schon mal im Vlog vorgekommen sind. Aber jetzt ist es erstmal dunkel. Findest du mal gerne deine Füße. So, fast die Haxen gebrochen. Und jetzt rennt er wieder weg. Das Gesicht, was beim letzten Mal nicht zu sehen war. Hier, Bayern Zell, Erik. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Also doch, gemeint schon, aber gesellt. Ja. Martin Wagner hat das hier ausgesucht. Und ja, dafür müssen wir ihm jetzt erstmal schimpfen. Für seinen Flock. Ja. 2400 mm. Ja, für den Mann, der kein Porsche haben Tamron kann. Tamron 150 bis 600, Zweifachkonverter von Tamron, Metabons Adapter und Zweifachkonverter von Sony. So, welche Brennweite haben wir da? 2400. Da kannst du einen Mond mit fotografieren. Und wenn ihr jetzt noch kroppt. Wenn ich jetzt noch kroppt, mal 3600. Boah, geil. Und das ist natürlich nicht für Sport, das dürfte klar sein. Jetzt werden hier Vogtländer-Linsen an Sony adaptiert. Nee, ist nicht adaptiert. Nicht adaptiert? Oder adaptiert. Ja, kurz so. Ah, direkt sogar. Die ist native, wenn man so schon sagt. So, jetzt sind wir hier fertig. War wieder ein schöner Tag, oder Erik? Erik geht schon wieder stiften. Nein, der Erik geht nicht stiften. Erik, war schön? Ja, war cool. Hat Spaß gemacht, oder? Und hast direkt was gekauft, habe ich gesehen. Ich habe nichts gekauft. Der Martin hat mir was geliehen. Ich bin vertrauensvoll. Ja. Ja? Aber er muss es auch zurückschicken. Ja, gut, okay. So, ja, mal gucken. Vielleicht schicke ich es auch nicht zurück. So, ich würde sagen,
Ich mache hier Schluss. Du stehst doch neben mir. Ich stehe neben dir. Wo? Da stehst du. Da stehe ich. Ich denke, du hast ein neues Auto. Hast du ein neues Auto? Hast du nicht so ein SUV? Meine Frau hat ein SUV. Ah, okay. Egal, ich mache jetzt hier Schluss und dann... Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So, Freunde, da bin ich also doch nochmal. So ganz ohne Erklärung lasse ich euch dann doch nicht. Einige fragen sich jetzt vielleicht, was war das denn für ein Treffen? Oder was war das denn für ein Stammtisch? Und ja, das war das Fotofuzzi-Treffen. Fotofuzzi ist ins Leben gerufen worden vom Jörg Langer. Manche kennen ihn als den Taschenfreak. Finde ich einer der geilsten Blogs rund um Taschen, die es überhaupt gibt. Fast jeder kennt diesen Blog, wenn er mal auf der Suche nach einer Tasche war. Jörg hat diesen Stammtisch, wie gesagt, ins Leben gerufen und mittlerweile sitzen da wirklich tolle Leute aus der Industrie und das ist für mich als Fotograf wirklich sehr, sehr cool, denn es entstehen einfach Netzwerke, die einem auch einfach auf geschäftlicher Ebene helfen. So habe ich einen Christian Ohlig kennengelernt von ISO, was mir einfach dazu geholfen hat, dass ich einen Monitor zum Testen bekam und er dafür einfach ein bisschen Feedback aus dem wirklichen alltäglichen Business als Fotograf, was ihn dann fürs Marketing durchaus hilft oder für die Entwicklungsstufe, das einem weiterzugeben. Dann Martin Wagner von Ringfoto, über den ich ja dann einfach dazu oder über den es jetzt dazu gekommen ist, dass ich Workshops für Ringfoto gebe. Ja, einfach kreuz und quer, das sind nur ein paar der Namen, die dort so sitzen. Und das macht diesen Stammtisch wirklich zu einer sehr coolen Sache, denn es ist nicht einfach nur ein Haufen von Fotografen, die sich gegenseitig loben für ihre Arbeiten, sondern es ist ein Netzwerk, das schon schaut, wie man einfach gemeinsam wachsen kann. Dazu kommt, dass es einfach nicht so häufig ist. Er ist viermal im Jahr, also alle drei Monate ganz grob. Und deswegen ist es ein Termin, der bei mir immer ganz, ganz groß im Kalender steht und den ich immer versuche, irgendwie einzuhalten. Sind sehr coole Jungs und manchmal auch Mädels, aber sehr selten, meistens Jungs. Und es sind immer tolle Abende. Jetzt aber, ich bin jetzt in Mainz angekommen, stehe natürlich irgendwo wieder. Ja, wenn man um die Uhrzeit, wir haben jetzt 10 nach 12, hier ankommt und dann muss ich immer schauen, wo ich parke, denn mit dem SUV passe ich nicht in die Tiefgarage bei uns, obwohl wir einen Stellplatz haben. Ich komme da nicht rein und deswegen jetzt die Sachen schnappen, nach Hause gehen und dann würde ich sagen, schönen guten Nacht, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen, wenn es einen Daumen nach oben gibt. Damit wächst der Kanal immer weiter und in diesem Sinne, schlaf gut, gute Nacht.